Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Observer. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir Adam finden, unseren Sohn. Hier haben wir ja den Kopf anscheinend von Adam gefunden. Scheint nicht sein richtiger Kopf zu sein, oder irgendwie macht es den Anschein, weil er ja zu uns gesprochen hat. So, jetzt gucken wir nochmal. Menschlicher Kopf. Keine Lebenszeichen entdeckt. Fehler. Fast 500 Gramm. Okay. So, hier haben wir noch den Chip. So, da steht jetzt dabei. Na, was steht? Person von besonderem Interesse für das Unternehmen. Verstorben vor 254 Minuten. Geburtsdatum. Okay. 12. Dezember. 2053. Und Adam Lazarski, genau. Das ist unser Sohn, also Daniel Lazarskis Sohn. Ist komisch. Scheinbar ist es doch... Ja, ich weiß es nicht. Wir müssen es halt rausfinden. Er hat noch zu uns gesagt, wir sollen uns hier nicht verbinden. Und es gibt einen Ort namens Sanctuary. Und dieser Name, den haben wir ja gelesen, wenn wir im Apartmentkomplex sind. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Wenn wir auf dem Balkon stehen oder was in den verschiedenen Etagen und rausgucken, sehen wir ja von Weitem den Schriftzug Sanctuary. Jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt irgendwie zurückgehen und dann dahin oder müssen wir uns erst verbinden? Die Sache ist, er hat uns gesagt, wir sollen uns nicht verbinden, aber genau das ist ja das Problem. Er will uns im Prinzip damit sagen, verbinde dich trotzdem. Hätte ich jetzt gedacht. Ja, er speichert hier schon wieder. Die Sache ist die, wenn ich jetzt hier runtergehe, wir sind ja hier durch die Kanalisation hierher gekommen ins Versteck. Und hier kommen wir eigentlich nicht weiter. Wenn ich zurückgehe, stehe ich vor verschlossener, nicht vor verschlossener Tür, aber vor dem Gitter. Ich mach's jetzt einfach mal. Ich glaube, das Spiel will auch, dass wir das tun. Verbinden. Wir machen's. Okay. Ich bereue es jetzt schon, dass ich in den Kopf freigegangen bin. Okay, da komme ich zumindest mal nicht mehr raus. So, wir sind anscheinend in einem Fahrstuhl und das sind wir. Ah, es sieht schon cool aus mit der Reflexion. Reflexion, ja. Ah, wir werden hier beobachtet und was ist das hier? Zum Start des Sicherheitsscans drücken. Machen wir gleich, aber ich finde das gerade so cool. Irgendwie hat es was. Krass. Police, genau. Das ist halt richtig detailliert gemacht, dass wir hier sogar unseren Körper sehen. Schon cool. Okay, dann machen wir hier mal weiter. Wir wollen ja wissen, was hier los ist. Ja, danke. Zugriff gestattet. Na dann. Adam Lazarski. Ah. So, was sehen wir denn hier? Oha. Na dann, ja, guten Tag. Chiron. Okay. Wir sehen hier links und rechts runter. Wir können zum Glück nicht runterfallen. Also bis jetzt zumindest mal. Also ich gehe hier an den Rand, geht nichts. Und hier, die Tauben sind auch überall. Okay. Bin ich mal gespannt. Kann ich rennen? Ja. Ich renne hier mal zum Gebäude. Hallöchen. Ich wollte hier nur mal gucken. Also keine Angst. So, was ist das hier? Informationen, schön. So, hier und Hauptdatenspeicher Zugriff. Oh. Wollte hier jemand etwas verbergen? Mhm.
Achso, ich kann ja gar nicht scannen, ich bin ja im Kopf drin. Okay. So. Ja, schön, muss ich jetzt hacken? Mittlere Maustaste zum Hacken. Mach ich, geht nicht. Hallo. Alter. Ich habe nur auf 1 gedrückt. Und jetzt? Ich hasse es, wenn das passiert. Boah, krass. Ein richtig fetter alter Fernseher. Mit Röhre. Mitten auf dem Tisch. So, ja, den muss ich wahrscheinlich anmachen, aber ich gucke mich hier nochmal kurz um. Na toll. Hier das Bett, ne? Und hier ein alter Backofen mit Herd. Ja, ich muss anscheinend den Fernseher anmachen. Ja. Was? Ach, wie geil ist denn das gemacht? Punktezahl 0. Hä? Was ist jetzt los? Willkommen in Adam's Elo. Du siehst das, weil du Dinge sehen willst, von denen ich nicht will, dass du sie siehst. Halt dich fest und genieße deine letzte Fahrt. Ruhig, sterben. Was? Was für eine kranke Scheiße! Irgendwie gefällt mir das gerade. Ja, Münze einwerfen, ich hab's gelesen, ich weiß. Aber ich bin gerade fasziniert. Ja, willkommen bei Minecraft oder was weiß ich. Kann ich jetzt was drücken? So. Pass auf deinen Kopf auf. Ja. Ja, und jetzt? Oh, nee. Echt jetzt? Alter. Alter. Aber ich kann hier nirgends hochspringen, oder? Nee. Ich muss einfach nur ausweichen. Ja. Da spielt einer Tetris mit uns und will uns zermanschen. Uah. Hey, wir sind ja richtig gut. Alter, das geht ja jetzt richtig schnell. Lass mich in Ruhe. Ich habe mein Leben verloren. Muss ich das so machen? Sei ich einmal nicht aufmerksam? War ja klar, dass das passiert. Bis wie viel geht denn das? Boah, was? Im Leben lange durch. Einfach im Kreis gehen und nach oben schauen. Das ist genau die Taktik. Ach so, ich sehe gerade, ich habe nur ein halbes Leben verloren. Auch okay. 1000 Punkte schon. Wahnsinn. Ich kann mich nicht groß umgucken, sonst wäre ich zermanscht. Ich will mich aber umgucken, ob hier irgendwas passiert ist. Ich glaube aber nicht. Muss ich mich treffen lassen? Oh, ich kann nicht weiter. Irgendwo hing. Ich hing gerade irgendwo fest. Nee, ich kann nichts machen. Okay, ich glaube, das hätte passieren sollen. Aber hey, wir haben ja richtig krasse Punktzahl. So, und jetzt? Okay. Boah. Echte... Alter!
mich am Händen. Das ging schnell diesmal. Punktezahl 2246. Wahnsinn. So, wo sind wir jetzt im Dungeon? Hallo, ich will mich umdrehen. Hä? Ach so. Ah. Okay, ich kann mich also nur komplett umdrehen und in einzelnen Schritten nach vorne gehen. So, da war irgendwas. Oh, was ist denn? Alter. Was ist das hier am Rand? Wenn ich da hingehe? Ach so. Ich gehe mal in die Richtung. Da hinten sieht man so komisch aus. Okay, da sieht man es auch komisch aus. Was willst du von mir, du komisches Ding? Okay, ich gehe hier mal geradeaus weiter. Ich hoffe, hier diese komische Kellerassel oder was es ist, macht mir nichts. Macht mir nichts. Okay, ich glaube, das ist so gewollt. Ah. Ist halt die Frage, muss ich hier durch? War ein Auto. Ja, ist ja gut. Alter, was? Aber wie krass das gemacht ist. Schnell durch. Okay, das haben wir gemeistert. Ja, wo sind meine Punkte? Kriege ich hier nicht mal was, dass ich so unbeschadet durchgekommen bin bisher? Aha, aha. Oh oh, ich glaube, ich renne weg. Ich kann nicht schneller rennen. Oh. Ach, sind wir jetzt hier sozusagen im... Caution. Low synchronization. Administer Synchrazine. Was passiert mit uns? Ist weg. Okay. Ja, ich muss, glaube ich, das Zeug wieder nehmen. Aber wie krass das gemacht war. So, finde das Sanctuary. Die Person, die... Person, die beteuert, Adam zu sein. Erwähnte einen Ort namens Sanctuary. Falls die Möglichkeit besteht, dass er dort ist, muss ich diesen Ort finden. Wie gesagt, den haben wir ja schon ein paar Mal gesehen von Weitem. Ich nehme mal an, dass es der ist. Strain level decreased. Ich glaube, ich sollte noch ein bisschen davon nehmen. Ich nehme noch eine. Oh, wir haben aber immer noch so ein komisches... Das wird so Schlieren nach sich ziehen. Kommt mir jetzt gerade so vor, ja. Wir sind doch noch nicht so auf der Höhe. So, wo ist der Kopf eigentlich jetzt gelandet? Ach, der liegt da unten. Ja, das hatten wir schon. Jo. Okay, wir haben jetzt genau das gemacht, was wir nicht hätten tun sollen. Und zwar im Kopf reingehen und gucken. Aber hey, ich muss dazu sagen, wir haben uns richtig gut geschlagen. Wir haben über 2000 Punkte bekommen. Ich weiß nicht, ob das ein guter Erfolg ist. Geschweige denn, weiß ich nicht, ob es noch...
was gebracht hätte, wenn wir mehr Punkte gehabt hätten. So. Jetzt kommen wir hier auch durch. Da konnten wir vorher gar nicht durch. Mhm. Weiter in der Kanalisation. Okay. Mhm. Nun? Nun. Was sind das für Geräusche wieder, die ich da höre? Kann ich hier? Nee, auch nicht. Hier ist es so hell. Ich hätte gedacht, dass da vielleicht wieder eine Karte rumliegt. So, und ich glaube, letztes Mal standen wir hier vor. Sind wir ja nicht durchgekommen. Muss ich hier jetzt irgendeine Luke öffnen? Es kommt mir mal so vor. Weil ich komme jetzt gerade nicht weiter. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns hier irgendwie durch die Gitterstäbe zwängen können. Das glaube ich nämlich nicht. So, ich kann ja im Prinzip nur hier was machen. Da ist doch irgendwas. Was bringt mir das Ding hier? Ah, da guck an. Was haben wir hier? Na, bitte scannen. Macht er nicht. Ach so. Hä? Ich folge mal dem Kabel. Das geht hier hoch. Ja, also er zeigt mir hier, dass die... Ach, da oben gibt es auch noch mal welche. Also Strom haben wir. Aber so wie es aussieht, ist der Stecker draußen. Kann ich hier nicht mehr hoch? Oh Mist, ich komme hier gar nicht mehr hoch. Hä? Was soll ich denn nun tun? Wenn ich hier nicht mehr hochkomme? Nee, das geht nicht mehr. Ich komme hier gar nicht mehr hoch. Ich kann auch nicht springen. Da guck an. Hier kann ich was machen. Sicherungskasten oder sowas. Ah, natürlich. Man sollte sich doch mal etwas genauer umschauen ab und zu. Ja. Alles klar, wir können also doch Luken öffnen. So. Oh. Ich glaube, wir drehen langsam durch. Blöd wird's, wenn der hier wirklich erscheint. Dann kacke ich mir in die Hose. Buchstäblich, sag ich mal, ne? Also weil wenn das Ding hier einfach vor dir erscheint, dann... Ey, das ist jedes Mal so ein Schocker. Also das Viech meine ich jetzt. So. Hier ist so dunkel, ich lass mal hier die Sicht an, wenn das okay ist. Hier rennt irgendeiner rum, wo mir jetzt die Lichter ausbläst. Ich höre Schritte. Und ich bin's nicht. Gut, komm hier nicht durch. Habe verstanden. Und dann noch diese komische Soundkulisse im Hintergrund. Das macht das alles natürlich nochmal ein bisschen extremer. So. Okay. So, ich muss jetzt hier. Was ist das denn schon wieder? Sind hier wieder irgendwelche holographischen... Nee, sind sie nicht. So. Die Dinger sind alle an. Sieht zumindest mal so aus. So, hier haben wir Kabel. Alles klar. Ich glaube, den muss ich nach... Den muss ich folgen. So, was ist, wenn ich hier den Schalter betätige? Hehehe.
Sam! War was? Immer dieses Unbehagen. Schauen wir mal, was wir aktiviert haben. Also ich brauche im Prinzip gar nicht leise sein, wenn hier irgendwas anderes noch in der Kanalisation ist. Das weiß schon längst, dass wir da sind. Er, sie, es. Ich sag das bewusst, weil, ja. Gerade weil wir immer diese Kreatur sehen vor uns. Auch wenn sie nicht da zu sein scheint. So, was haben wir hier? Da liegt doch bestimmt wieder... Ja, da, guck an. So. Ein Sammlerstück, Collectible. Kann ich hier die Schieber drehen? Nein. Ja, sehr beruhigend, wenn das Licht auf einmal ausgeht. Wir haben ja die Sicht. Sollen wir dem Kabel eigentlich folgen? Ich gehe noch mal kurz gucken. Das ist so, das hat hier so eine Umrandung. Ich bin gleich wieder vorne. Keine Sorge. Ach so, das war einfach nur die Tür. Ja, okay, alles klar. Sorry, dass ich hier noch mal zurück bin, aber ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen. So, okay, dann gehen wir weiter im Programm. Sorry, wenn es hier gerade ruckelt, das kommt aber vom Spiel. Das ist immer der Moment, wenn man hier aus einem Kanal rauskommt. Steht einer auf einmal vor einem oder hinter einem. Man weiß es nie. Ah, okay, das sind Fliegen. Ich dachte gerade, was macht hier so Geräusche? So, Adam, wo bist du? Sehr toll. Wenn hier natürlich Müll rumliegt, das tut sämtliches Geschmeiß anlocken. Ja, klasse. Hier liegt alles rum. Auf jeden Fall, wir gehen Treppen hoch. Das heißt, wir müssten ja bald wieder an der Oberfläche sein. Im Apartmentkomplex? Fragezeichen. Oder woanders. So, jetzt. Ha! Wer hätte es gedacht? Sanctuary. So, was steht hier? Keine Ahnung. Ich kann kein Polnisch. Da ist der Apartmentkomplex. Da waren wir die ganze Zeit. Hier fliegen auch die Vögel rum und hier nebendran war Sanctuary. Ist ja eigentlich ganz in der Nähe. Na? Da bin ich mal gespannt, was uns da drin erwartet. Und hier waren wir auch schon. Können wir das öffnen? Nee. Also zum Apartmentkomplex kommen wir nicht. Weil hier ist diese Seitengasse vom Tattoo-Studio, wenn ich es richtig sehe. Ja, wir sind hier hinterm Tattoo-Studio. Und ich wollte nur sagen, das Gewitter ist immer noch sehr laut. Ich gehe hier immer alle Ecken ab. Wer mich kennt, ihr wisst. Ah, und das lohnt sich, ne? Wenn wir hier wieder ein bisschen Synchrosin finden würden, wäre ich da sehr verbunden. Wir haben zwar noch einen Haufen, so wie es aussieht.
Na, ich denke hier, das hier ist die Menge an Syngrosin, wo wir haben. Und das ist ja, geht ja noch. So, den Rest müssten wir natürlich auch noch machen. Ich bin mal gespannt, ob wir noch irgendwann wieder zurückkommen. Hier, das Kellerabteil müssen wir machen und sämtliche andere Dinge. Mich würde interessieren, ob wir hier irgendwann nochmal zurückkommen. Das wäre ja. So, Sanctuary. Ich halte mich hier wieder zu lange auf, hier vorne, ich weiß, aber ich will hier halt das, was ich hier letztes Mal in den Folgen vorher mit meinen, ja, ich will hier eigentlich nicht mehr drauf eingehen, es war einfach nur blöd von mir, dass ich das Hacken übersehen habe. Ah, das wird mich noch eine Weile verfolgen, aber ja, okay. So, so kriege ich nichts mehr, so kriege ich auch nichts zu sehen, dann gehen wir hier mal rein. Sieht aus wie so eine Kirche. So. Jemand zu Hause? Hallo? Fallprotokoll aktualisiert. Ja, dann schauen wir doch mal rein, was uns das Fallprotokoll denn hier sagt. Hab's in Sanctuary geschafft. Sieht wie eine Art VR-Saloon aus. Wie eine Art oder VR-Salon aus. Kein Zeichen von Adam bisher. Ich sehe mich besser um. Ja, das hätte ich sowieso gemacht. VR-Saloon. Also für mich sieht es eher aus wie eine Kirche. Naja. Nicht wirklich. Also wie gesagt, Ähnlichkeit hat es ein bisschen. Na, aber... Im Großen und Ganzen, ja. Ist, ja, und die ist abgeschlossen. Schön. Mhm. Interessant. Was zuppelt hier so rum? Hier zuppelt irgendwas. Aha. Ah, hier geht's auch noch hoch. Ja, da komme ich nicht durch. Okay. Tür, die kann ich nicht benutzen. Jetzt zuppelt auch noch irgendwas. Hä? Da spielt mir jemand wieder einen Streich, kann das sein? Was? Okay. Dann gehen wir mal hier geradeaus weiter. Mhm. Ach, das schwingt hier ein bisschen. Ich dachte gerade eben, was bewegt sich hier? Ich sehe hier aber noch nichts, ja, Verdächtiges, was hier nicht hingehört. Naja. Das hier sieht schon ein bisschen komisch aus. Hm. Okay, er speichert. Was? Wo sind hier jetzt Fernseher angegangen? Ich habe das doch gehört. So, hier vielleicht. Ich guck mal, bevor ich das hier benutze, gehe ich nach hinten. Ist ja logisch. Immer erst das machen, was wir hier gar nicht tun sollen. Das sieht aus wie so ein Drohnen. Wer sitzt denn hier auf dem Drohnen? Also ich kann mich schon mal nicht hinsetzen. Ich bin's nicht. Okay. Spuren irgendwo? Spuren? Nee, nichts Auffälliges. Hier vielleicht irgendwas? Nee. Hier 12.21 Uhr. So, kann ich denn hier in den Hintergrund gehen? Nee. Nein. Alles klar. Dann machen wir mal das, was das Spiel von uns will. Wir benutzen den Fernseher. Ah, die kennen wir doch. Good evening, sir. Ja. Welcome to the Sanctuary Salon. Please state your full name. Wozu? Wo bin ich? Daniel Lazarski. Ich frag mal wozu. What do you need my name for? Customer name is needed in order to confirm a reservation. Ich bin Polizist, ich brauch das nicht. Ich bin hier auf Mission, ne? Wo bin ich? What is this place?
Sanctuary Salon, established 2074. The salon offers top-quality virtual reality experiences, expertly crafted to meet our customers' needs. Sanctuary, your safe refuge in an unsafe world. Na gut, dann sagen wir's halt. Daniel Lazarski. Oops. Identity confirmed. Subscription status active. Thank you, Mr. Lazarski. Your capsule is ready. Okay. Wusste ich nicht. Hat die uns jemand reserviert? Schön. Das ist toll. Wo ist denn unsere... Ah, hier, das ist unsere Kapsel. Alles klar. So, zum Öffnen drücken. Na toll. Das sieht ja sehr vertrauenserweckend aus. Hat sich hier hinten was geändert, bevor ich da reingehe? Nein, immer noch. Alles klar. Komm, dann gehen wir da rein. Oh, diese Zeichnungen. Aha, mhm. Interessant. Tja, na dann mal rein in die Kapsel. Ja, sehr bequemer Ledersitz. Mhm. Ich hätte gedacht, da kommt eine Sequenz. Oh. Tatsächlich. Ja. Okay. Das passiert, wenn ich gerade meine Fähigkeiten benutzen will, diese Sicht. Dann kriege ich nur dieses Gezuppel. Nun gut. Jetzt sind wir im Sanctuary. Und in unserer Kapsel, so wie es aussieht. Wer auch immer die reserviert hat. Und ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Ciao.